Moment. No, jetzt. Okay. So, jetzt. Hallo, mein Name ist Alfayo Conte. Ich komme auch aus Sierra Leone. Und wir, einige von uns haben schon schlechte Nachrichten bekommen, obwohl wir uns schon hier integriert haben. Und sowas tut mir echt weh. Wenn ich sowas höre, kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Wir wollen keine Abschiebung. Und wir wollen unsere Zukunft hier aufbauen. Wir haben schon einige Ausbildungen abgeschlossen und trotzdem bekommen wir solche Nachrichten. Wie kann man sich konzentrieren, wenn man nach Hause geht, um eine schlechte Nachricht zu lesen? Und ich bin hier jung gekommen, ich war in einer jugendlichen Gruppe. Ich habe die Schule besucht und sogar mit 1 abgeschlossen. Ich habe gedacht, es wird leichter für mich, aber noch wieder schwieriger. Und wir haben jetzt 4 Tage hier verbracht und bis jetzt haben wir keine vernünftige Antwort bekommen. Und wir haben entschieden, dass wir hier bis so lang bleiben, bis wir eine vernünftige Antwort bekommen. Einige von uns sind schon krank geworden. Der Krankenwagen ist vor 2 Tagen hier gekommen, um 2 Personen abzuholen. Und wir bitten um Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir haben unsere Zukunft, wir wollen unsere Zukunft hier aufbauen. Wir wollen nicht zurück nach unserem Heimatland kehren. Es gibt keine Zukunft da. In unserer Heimat gibt es keine Zukunft. Wirklich, es tut echt weh. Es tut echt weh. Es tut echt weh, wenn man nach Deutschland kommt und man. Wir sind keine Gefahr für die Gesellschaft. Wir sind keine Gefahr. Es besteht auch keine Gefahr, wenn wir hier leben dürfen. Es besteht wirklich keine Gefahr. Wir bitten um Hilfe, bitte. Wir wollen nicht zurückkehren. Wir brauchen keine Abschiebung, bitte. Wir bitten um Hilfe. Wer uns helfen kann, es wäre besser für uns. Wir wollen hier arbeiten. Einige von uns wollen hier Ausbildungen machen. Einige von uns wollen hier in Frieden leben, weil wir können sogar in meiner Heimat kann ich sogar nicht in Ruhe demonstrieren. Ich werde angeschossen, wenn ich auf der Straße gehe, um Demonstration anzufangen, dann werde ich angeschossen. Ja, ich werde sterben, wenn ich versuche, ruhig zu demonstrieren, weil unser Präsident eigentlich ein schlechter Mensch ist. Ich bin nicht gegen ihn, aber es gibt schon genug Beweise, dass er ein schlechter Mann ist. Es gibt keine Meinungsfreiheit in meinem Heimatland. Dafür bitten wir bitte um Hilfe. Wir bitten um Hilfe. Wer uns helfen kann, wäre bitte, bitte, bitte besser für uns. Wir wollen hier leben. Und wir sind keine Gefahr für die Gesellschaft. Wir sind keine Krimis. Ich bin hier jung gekommen, ohne Familie. Ohne Familie. Ich bin hier jung, sehr jung gekommen. Ich habe die Schule besucht und Ausbildung abgeschlossen. Was soll ich noch machen, damit ich hier leben darf? Bitte, bitte, wir brauchen Hilfe. Bitte, bitte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.